Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Endlich bin ich wieder da. Ein Tag ist leider ausgefallen. Und die Runde hat leider gerade schon angefangen und ich bin nachconnected. Aber das ist nicht weiter schlimm. Der Wishmaster, oh mein Gott, den haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Der Wishmaster ist einfach da und er ist in unserem Team, Alter. Das wird eine legendäre Folge. Deswegen auch das 1-0, weil der Wishmaster, der räumt auf. Okay, ich bin nicht so ein geiles Item, muss ich sagen. Da fällt mir gerade ein, ich habe wieder vergessen, mir YouTube aufzumachen. Denn ich will ja noch jemanden grüßen. Das machen wir sofort. Ich muss nur ganz kurz... Ja, okay, dieses Item ist okay. Überleg nur gerade, wo ich damit hingehen kann. Eventuell hier. Eigentlich gar nicht so kacke, oder? Ich hoffe, du streamst nicht. Wer ist Wilma? Sollte ich Wilma kennen? Too easy. Wilma? Ich bin nicht am Stream. Nee, nehme auf. Okay, und während ich gerade hier in dem Versteck sitze, mache ich mal ganz kurz YouTube auf. Hoffe, ich sterbe in der Zeit nicht und suche kurz den Kommentar unter der letzten Folge. Oh nein, da ist einer an uns vorbeigerannt. Ich hab's gesehen. Yo, Leute, das sind... Nein, ich bin natürlich ins Tod, klar. Das war ja logisch, dass das passieren wird. Wo ist denn die letzte Folge Requisitenjagd? Hier. Heute grüßen wir Thomas Siegmund. Man merkt, die Map gefällt dir absolut nicht, aber trotzdem brav geliefert. Ja, das war auf der Map. Wie heißt die nochmal? Oh mein Gott, ich habe gerade den Namen vergessen. Ich bin komplett blöd. Die mit dem Schiff. Also nicht Yamada, sondern hier Shipment. Nee, Alter, nein, nicht Shipment. What the fuck ist gerade mit meinem Gehirn los? Alter, ich komme gerade nicht drauf, wie die Map heißt. Eine der legendärsten Maps. Ihr wisst, welche ich meine. Die mit der Yacht. Bin ich gerade komplett lost? Das triggert mich gerade richtig hart. Warum? Was ist mit meinem Gehirn los? Oh nein, die Folge ist so gecuttet, dass man es nicht sieht. Doch hier, warte. Ich muss jetzt einfach nachgucken. Ihr hört mich jetzt doppelt, weil ich in die Folge reingucken muss, aber ich kann es gerade nicht auf mir sitzen lassen. Ich sag's doch. Dass ich einfach gerade nicht weiß, wie die Map heißt. Hä, Mann, was ist mit dem Video los? Wir gucken Wilma übrigens zu. Sag mal, kann das da jetzt mal stehen? Hijacked, oh mein Gott, was stimmt mit mir nicht? Kann mir das bitte einer verraten? Ach du Kack, ich bin ja komplett lost. Ja, Leute, Gruß geht auf jeden Fall raus an dich, Thomas. Vielen Dank für deinen Support. Wir haben heute einiges zu besprechen, denn, Modern Warfare 2 Kampagne hat angefangen. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge schon gesehen. Vielleicht kommt die zweite, 11.30 Uhr. Wenn ihr das hier pünktlich um 10 Uhr seht, ist die Folge in 1,5 Stunden live. Es kommen jetzt, bis wir die Kampagne durch haben, jeden Tag 11.30 Uhr eine Folge. Und wir bereiten uns auf den Multiplayer vor, der Ende der Woche startet. Wenn ihr das hier seht, ist Samstag. Okay, dann nicht Ende der Woche, sondern im Laufe der nächsten Woche. Am 28. kommt es raus. Das heißt, ich hoffe, wir können am 27. um 0 Uhr spielen. Das wäre auf jeden Fall super. Und der Wishmaster? Einfach in meiner Lobby. Und Wilma ist ja auch richtig krank. Wilma, falls du das hier siehst... Hast du eigentlich noch... Hoffe, du streamst nicht, aber keine Ahnung. Krass. Okay. Krass, dass mir jemand... Warte mal, der Wishmaster, wenn haben Wilma und der Wishmaster haben aber nichts miteinander zu tun, oder? Ey, wenn der Wishmaster mich kennen würde, es wäre mir eine Ehre, Wishmaster. Es wäre mir eine Ehre. Der ist einfach die legendärste Figur in diesem Projekt hier. Wie oft wir den Wishmaster schon als Gegner hatten oder auch im Team, es war einfach nur legendäre Zeit mit dem Wishmaster. Und Wilma, den Namen habe ich auch schon oft gelesen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was ich heute eigentlich anzukündigen habe, ist, es gibt Merch. Viele Leute haben mich schon im Laufe der ganzen YouTube-Zeit gefragt, ob ich das nicht mal machen kann, ob ich nicht mal endlich ein T-Shirt mit belastend machen kann oder mit selbst geflasht. Und ich habe mir das zuerst genommen, habe auch lange überlegt, war halt immer noch am Schauen, irgendwie einen Anbieter zu finden, mit dem ich zufrieden bin. Und ich glaube, den habe ich gefunden. Ich hoffe es. Ich besorge mir auf jeden Fall Samples. Um euch die dann auch mal zu zeigen. Aber ab heute könnt ihr im Shop auf dem ersten Link in der Beschreibung, natürlich weiß ich den Link gerade nicht,
Erster Link in der Beschreibung. Ihr könnt Merch kaufen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Belasten-Shirts und ein Jula 51 Logo-Shirt. Das sind jetzt erstmal sehr basic Sachen. Es wird natürlich im Laufe der Zeit mehr kommen. Okay. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ich hoffe, das klappt jetzt hier besser. Es wird natürlich im Laufe der Zeit mehr Merch kommen. Auch mehr Klamotten. Erstmal gibt es jetzt nur diese drei Basic-T-Shirts, beziehungsweise auch Classic-T-Shirts. Die Classic-T-Shirts haben so einen Relaxed-Fit, was ich ganz gerne mag. So wie mein T-Shirt hier ist auch so ein Relaxed-Fit. Für die etwas kräftigeren Menschen unter euch ist das sehr von Vorteil. Ich besitze auch viele von diesen T-Shirts und möchte die deswegen auch anbieten. Ihr könnt, by the way, bis 5XL bestellen. Also ich bestelle mir die Sachen selber in XXL. Also wenn ihr... Ich weiß halt leider noch nicht genau, wie die Sachen von der Seite ausfallen. Da oben. Das gibt's nicht. Ich weiß leider selber noch nicht genau, wie die Sachen ausfallen. Auf jeden Fall. Ich werde mir sie in XXL bestellen und werde euch die dann auch zeigen, wenn die da sind. Für die Leute, die aber nach Merch gefragt haben und die unbedingt welchen wollen, habe ich natürlich auch noch ein besonderes, verlockendes Angebot. Man kennt es natürlich. Ich verdiene, by the way, an den T-Shirts fast nichts. Ne? Also ich habe versucht, die so günstig es geht zu machen, um wenigstens ein bisschen 2 Euro, glaube ich, 2,50 Euro oder so pro T-Shirt mitzuverdienen, damit es sich auch ein bisschen für mich lohnt, natürlich. Trotzdem, was bringt es mir, wenn jetzt die T-Shirts irgendwie 20, 30 Euro kosten und ich dann dafür 10 Euro krieg oder so? Dafür mache ich die T-Shirts nicht, sondern ich mache die, weil ihr euch die gewünscht habt und weil ich es auch selber voll cool finde, endlich ein paar Merch-Sachen zu haben. Und deswegen habe ich die T-Shirts fast so günstig es geht angeboten. Komm, die Band muss kriegen. Die Snack wenigstens geholfen. So, dass ich da quasi 2-3 Euro dran noch mitverdiene und der Rest wirklich einfach nur das T-Shirt ist. Für die Leute, die mich unterstützen wollen auf diesem Weg, wäre ich natürlich sehr dankbar. Für euch habe ich auch ein besonders gutes Angebot, worauf ich gerade zurückkommen wollte. Und zwar gibt es noch bis zum Ende diesen Monats, also bis Ende Oktober, bis zum 31. 15% auf alle Artikel, die es aktuell im Shop gibt, mit dem Code NIULA15. Der Code steht nochmal in der Infobox, alles erklärt auch. Wundert euch nicht, ich habe es gerade einmal ausprobiert. Ihr könnt den Code erst ganz am Ende der Bestellung eingeben. Ich dachte halt so, hä, warum kann ich keinen Gutscheincode eingeben? Aber so wie ihr bei Bezahlen seid, könnt ihr anklicken, ich habe einen Gutscheincode. Und da könnt ihr dann den Gutscheincode eingeben, NIULA15, in Großbuchstaben. Diese Runde war einfach nur, sie ist einfach nur gewesen. Egal, ich habe dieses Video jetzt einfach genutzt, um euch auf den Merch aufmerksam zu machen. Ihr habt es schon auf dem Thumbnail gesehen. Checkt auch nochmal bei Instagram ab, da sind auch nochmal größere Bilder vom Merch. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch was holt. Das Belasten-T-Shirt wurde ja öfters angefragt. Wie gesagt, es werden auch noch mehr Sachen dazukommen, aber das sind jetzt erstmal die Basics, die es kurz gibt. Und ja, mit dem Code NIULA15 könnt ihr nochmal 15% auf eure erste Bestellung sparen. Und ja, bis zum 31. ist der Gutscheincode gültig. Würde mich freuen, wenn ihr was bestellt. Schickt mir auf jeden Fall bei Instagram Fotos, wenn ihr es macht. Und die ersten drei Leute, wichtig jetzt noch, die ersten drei Leute, die sich im Shop etwas kaufen, kriegen noch eine Überraschung von mir. Was genau, verrate ich euch jetzt noch nicht, sondern erst in der nächsten Folge, die morgen kommt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Video, auch wenn hier irgendwie nicht viel passiert ist. Ich nehme jetzt noch eine Runde auf und gehe dann in der nächsten Runde nochmal ein bisschen auf die Überraschung ein, die ihr kriegt, wenn ihr einer der ersten drei Leute seid, die sich etwas im NIULA-Shop kaufen. Leute, das soll es gewesen sein. Checkt den Store ab. Link ist unten in der Beschreibung. Erster Link. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Daumen hoch, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.